Aber sie finden trotzdem keinen Stier im Wappen oder Vergleichbares. Das war jetzt nur eine Vermutung von mir. Wie ich bereits sagte, vielleicht versucht ihr Sinn in einem Gemälde zu erkennen, das keinen hat. Und der Ich bin da ganz Drache. bei Greifen und ich sehe da auch nichts. Greift der Drache sie an? Alle drei? Ich was? Ja, natürlich. Also die drei Kaiser kämpfen auf einer Seite gegen den Drachen. Wie es scheint, ja. Sie kämpfen auf einer Seite oder haben sich verbunden gegen den Drachen? Das scheint zu schön, um wahr zu sein, dass die Menschen ihre Streitigkeiten niederlegen, um gegen den größeren Feind zu kämpfen. Nun ja, gegen den Drachen versammeln sich alle. Das war bei den Zwergen schon immer so. Sagt einmal, es gibt aber nicht zufällig Zwerge, die diesen Stier im Wappen führen, oder? Wüsste ich da jemanden? Oh, Stier, natürlich, also bestimmt. Doch. Gibt bestimmt Söldnerregimente, die sowas tragen. Ja, natürlich, es gibt sicherlich. Die Kraft des Stieres wird auch bei den Zwergen sehr geschätzt. Würde jetzt zwar konkret niemanden wissen, aber da müsste ich einmal Albrax fragen. Der weiß das bestimmt. Wenn es einer weiß, dann Albrax, ja, da habt ihr recht. Vielleicht sollten wir trotzdem einmal in die Tempelkrone gucken, auf die erste Seite. Mich würde nämlich wirklich interessieren, wer diesen Tempel gebaut bzw. gestiftet hat. Nun sicher, ich glaube, sie liegt dort hinten links. Das ist ein ganz schön großes Buch. Naja. Allerdings, ich glaube, es ist hier auch festgekettet. Es ist besonders kostbar. Puh, dann, ja. Ich würde die Tempelchronik mal auf der ersten Seite aufschlagen und den ersten und den zweiten und den dritten Eintrag lesen. Sicherlich schon 800 Jahre her. Der Name Ephadan kann dann quasi für alle stehen. Markgraf von den verschiedenen Regionen hat dann hier auch sicherlich was gestiftet. Das Fürstentum von Rom war das. Also viele haben Geld gegeben. Das ist ein sehr alter Tempel. Mylana war nicht so alt. Also den Tempel gab es schon, bevor sie gelebt hat. Ja, was wollt ihr damit sagen? Das Gemälde wird irgendwann anders hier aufgehängt worden sein. Naja, wie auch sein können, dass sie das Gemälde mehr oder weniger zur Einweihung des Tempels beigetragen hat. Ach so, offensichtlich nicht. Nun ja, aber trotz alledem interessantes Gemälde. Und nicht so augenfällig. Erst mit Magie kann man bestimmte Zeichen erkennen. Es sollte nicht jeder sehen. Wir haben verschiedene Vorstellungen von was interessant ist, aber ja. Fahrt fort. Nun ja, wenn nur bestimmte Leute dies sehen sollten. Warum? Nur bestimmte Naja, Leute. Mylana war gut bekannt mit Xenos. Erinnert euch? Ja, was soll das bedeuten? Nun, sie hat offensichtlich weite Kontakte in Magierkreisen und in darüber hinausgehenden Kreisen. Vielleicht war es genau für diese Leute angefertigt. Warum sollten Zwerge sich für menschliche Geschichte interessieren? Nicht unbedingt für menschliche Geschichte. Du hast doch gesagt, da ist ein Drache drauf. Ja. Nun. Und drei menschliche Heere, so wie es aussieht. Keine Zwerge. Na gut, das ist ein Punkt. Wenn keine Zwerge auf dem Bild sind, ist es auch nicht für Zwerge gemacht. Das ist natürlich ein sehr einleuchtender und sehr logischer Schluss. Also, warum fertigte Mylana dieses Gemälde an? Und warum fertigte sie es auf magische Weise an? Fügte bestimmte Figuren in das Bild hinein? Das ist die Frage. Ich habe nicht den Rest deiner Ahnung, aber mir. Aber sie wird ihre Gründe gehabt haben. Kann ich mal eine Malen- und Zeichnen-Probe würfeln, um zu erkennen, was für Kreaturen da unter dem Drachen dargestellt werden? Boah, ja, doch, kannst du machen.
Wenn das hier die malen Zeichnungsprobe von ihr wäre, aber... also Tsunamin hat das schon richtig gesagt, das ist halt mehr angedeutet und da kann man halt alles reininterpretieren. Das können da jetzt auch Elfen und Zwerge mit auf dem Bild sein. Sanda ist ja schwammig. Ist aber, glaube ich, auch vom Stil sehr bewusst so gehalten. Also da gefällt mir Eldan Gorbas mit seiner realitätsnahen Malerei besser. Kann man wenigstens was erkennen. Guck doch mal. Ganz, ganz verwischt hier. Seht ihr? Das von der Größe könnte auch ein Zwerg sein. Und der hier, vielleicht ein Elf. Und das? Das vielleicht. Kann ich gar nicht erkennen. Das sieht aus wie eine Kugel mit einer kleinen Kugel oben drüber. Vielleicht ein übergewichtiger Hügelzwerg? Doch, also ich bitte euch. War ja nur eine Vermutung. Jadan, ihr habt gerade etwas gesagt. Vielleicht ist dieses Gemälde einfach mit Absicht so gemalt, dass jeder hineinsehen kann, was er gerade sehen möchte. Das glaube ich nicht. Nein, ich denke auch nicht. Bei dem, was wir bisher von Mylanas Arbeit gesehen haben, hat das alles einen gewissen Zweck. Oh, und denk daran, dass sie eine herausragende Hellseherin war. Eventuell hat sie sogar gesehen, dass wir jetzt vor dem Bild hier stehen und uns den ganzen Kopf darüber zerbrechen. Dann hatte sie bestimmt ihren Pinsel in der Hand und hat dabei gelacht, während sie an uns dachte. Hallo Mylana, hallo, dein Pinsel hat uns sehr geholfen, vielen Dank. Vielleicht malte sie eine Vision. Man hört ja so einiges von Visionären und ja, nun ja, vielleicht hat sie etwas gesehen und wollte es festhalten. Nun, davon gehe ich doch stark aus. Sie ist nicht unbedingt als Künstlerin bekannt. Wenn sie allerdings so ein Gemälde angefertigt hat, dann sicherlich mit einem gewissen Grund. Ich gehe stark davon aus, dass sie dieses Gemälde aufgrund einer Vision oder einer sonstigen hellsichtsmagischen Untersuchung angefertigt hat. Und entweder war diese Information nur für Magier bestimmt oder aber speziell für Danesh Yu'Abelmir. Wenn sie gesehen hat, dass er heute hier einen Zauber auf ihr Gemälde wirken würde. Ich kenne mich mit Hellsichtzauberern nicht so gut aus, aber... Naja... Wird die Zukunft nicht sehr unscharf nach bestimmten Theorien? Je weiter sie in der Zukunft liegt? Das ist vollkommen richtig. Das hast du sehr gut erkannt, Abelmir. Also, es gibt... Naja... Das... Ja, ich brauche dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Nun, ihr habt ja auch keine sehr konkreten Informationen aus dem Gemälde erhalten, nicht wahr? Ihr konntet Parteien identifizieren, die an dieser Schlacht beteiligt sind, aber nichts über den Schlachtverlauf oder etwas, was konkret helfen würde. Naja, also wir wissen, dass Mylana vor 400 Jahren gelebt hat. Und dass dieser Tempel mehr als 800 Jahre steht. Und wir wissen, dass ich in die Vergangenheit gucken kann. Oder viel wichtiger, wer als Sieger aus diesem Kampf herausgeht. Vielleicht hat sie uns weitere Sachen hinterlassen. Aber auf der anderen Seite bin ich sehr erschöpft und habe kaum noch Kraft. Also vielleicht hat sie auch gesehen, dass ich in der Lage bin, jetzt in die Vergangenheit zu gucken. Ich habe gar nichts hinterlassen. Ja. Wenn wir das genauer wissen wollten, sollten wir mit einem Okodus nachhelfen. Aber mir mögt ihr das tun, da ihr schon mit dem Odem vorbereitet habt. Nun, ich denke, eine Analyse wäre vielleicht hilfreicher. Ich bin gewiss, wenn ihr meint. Lass mich einen Moment, eine Sekunde. Ja, ich stelle mich wieder vor das Gemälde. Lass mir wieder Zeit. Sagt einmal, Boltax, habt ihr euch schon mit diesen Zaubern auseinandergesetzt, dem Analys und dem Okulus? Nun, ich habe mich ja mit den Hellsichtszaubern in Romulus per se auseinandergesetzt. Den beherrsche ich natürlich selbstverständlich auch. Ich habe ihn sowohl in eurer Repräsentation als auch in meiner doch recht gut durchdrungen, möchte ich meinen. Aber nein, den Analys habe ich noch nicht erlernt, genauso wenig wie den Okulus. Ich weiß auch gar nicht, ob es in geodischer Art einen entsprechenden Zauber gibt. Manhalaku.
Oh, es sieht so aus, als ob Abel mir etwas herausfinden würde. Schauen wir doch einmal. Er muss sich natürlich jetzt erst einmal die Struktur ansehen. Aber jedenfalls, Boltax, wenn ihr einmal den Oculus lernt, ich glaube, ihr werdet sehr fasziniert von diesem Zauber sein. Damit könnt ihr die Fäden der ganzen Matrizen sehen. Sehr, sehr schön sieht das aus. Ist der denn dem Analyse überlegen oder unterlegen? Nun, sie verfolgen leicht unterschiedliche Ziele. Der Oculus, würde ich sagen, ist ganzheitlicher, während der Analyse spezialisierter ist. Nun, in der Tat, dann wäre der Oculus wohl wirklich die bessere Wahl. Er ist natürlich auch etwas schwieriger, aber das hält euch ja nicht auf. Nein, in der Tat nicht. Ich habe ja genug Zeit. Ich würde die Wirkungsdauer verlängern, indem ich den Zauber erneut wirke, also die Wirkungsdauer verlängern und dadurch mehr Informationen herausbekomme. Also insgesamt 18 ZFW. P, wie auch immer. Gut, nach einer Weile wache ich aus dieser Starre. Wie es scheint, hat es gewisse Merkmale. Temporal, Illusion und Hellsichtsmagie. Und merkwürdigerweise arkane Strukturen, Fäden von uns zum Bild. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es scheint, wir interagieren mit diesem Bild. Oder es mit uns. Faszinierend. Also wie ein Artefakt, das an einen Träger gebunden ist. Und wir sind der Auslöser. Unsere Nähe ist der Auslöser. Oder es ist über die Zeit mit uns verbunden. Abel, mir fertig doch eine Skizze an. Das klingt faszinierend. Gewiss. Ich hole mal ein Stück Papier oder ein Stück Pergament und die Strukturen des Zaubers mal skizzieren. Oh, wartet. Ich habe noch eine Idee. Holt doch einmal unsere Kugel hervor. Wenn da ein Drache abgebildet ist, wirkt sie ja mit ihm. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Die Kugel, die ihr mitführt, Drakundas, wechselwirkt nicht mit dem Bild. So, das sollte helfen. Seht ihr? Ich zeige mal so eine komplexe magische Struktur in, ja, ein Versuch einer dreidimensionalen Skizze der Fäden und, ja. Faszinierend. So ein Gebilde habe ich noch nie gesehen. Ach, Savo, habt ihr so etwas schon mal gesehen? Schaut euch das doch mal an. Hier, dieser Initialfaden, der wirkt genau auf diesen Knoten der Matrix. Nee, tut mir leid. Also, ich kann mir schon vorstellen, was ihr meint, aber dadurch, dass ich solche Fäden nie mit einem Odem selber sehen konnte oder so etwas wie die Matrix nur aus der Theorie kenne, kann ich mir das leider nicht vorstellen. Tut mir leid. Aber sehr interessant. Ich frage mich, warum diese Moralkomponente enthalten ist. Stellt sie eine Art Verbindung her? Könnt ihr erkennen, in welche Richtung es die temporale Richtung ist? Konnte ich? Also es wirkt aus der fernen Vergangenheit in die nahe Zukunft. Es scheint aus der Vergangenheit zu kommen, in diese oder in eine nahe Zukunft. Das ist sehr kompliziert. Temporalmagie ist sehr schwer zu verstehen. Anfängen dieser Magieart. Nur wenn man sich nicht genug Zeit lässt. Zeit ist der Schlüssel für Temporalmagie. Nun, da mögt ihr recht haben, aber haben wir diese Zeit? Das stimmt, ihr habt diese Zeit nicht. Auch nicht, gegenwärtig jedenfalls. Spielt jetzt auch keine Rolle. Wenn sie also zu einem nahen zukünftigen Zeitpunkt wirkt, bedeutet das dann für uns, dass wir zwar Rezipienten des Bildes sind, aber nicht primär auf uns angewendet werden mag.
Und die Kraftfäden vom Bild zielen auf uns. Ja, das meine ich ja. Wir sehen das Bild und wechselwirken mit ihm. Aber das Ereignis selbst, daran haben wir eventuell gar nicht teil. Nun, ich kann eurer Theorie nicht ganz zustimmen. Ich denke, dieses Bild betrifft direkt uns und nicht irgendwelche Betrachter. Das, dann mag es sein, dass die Information tatsächlich erst jetzt sichtbar wurde, nachdem wir hier angekommen sind. Möglich, möglich. Vielleicht müssen wir das zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal überprüfen. Dafür müssen wir uns aber erstmal Zeit nehmen. Aber das bedeutet, dass es zur Schlacht kommen wird, nicht wahr? Ich hatte gehofft, wir könnten das vermeiden. Nun ja, die Zukunft steht nicht fest. Wir wissen, es kann zu einer Schlacht kommen, wenn bestimmte Ereignisse, Kausalereignisse stattfinden. Vielleicht ist ja auch die Schlacht nur ein Sinnbild für einen Konflikt. Vielleicht ist natürlich eine richtige Schlacht gemeint, das wissen wir nicht. Nein, nein, ich glaube, was Abel mir sagen möchte, ist, die Zeit verläuft wie Dominosteine, die man aufstellt und hintereinander umkippen möchte. Sie kippen so lange in einer Reihe um, bis man einen Dominostein, also ein kausales Ereignis, entfernt. Dann würde das Umkippen stoppen. Bedeutet? Ich würde es eher als Netz betrachten, die Zeit, aber nun gut, erzählt weiter. Unsere Aktionen jetzt können verändern, was passiert. Das ist recht logisch. Unsere Zukunft selbst ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist wohl eine grobe Richtung, in die es sich entwickeln kann. Nicht aber, in die es sich entwickeln muss. Nun, ich würde es eher mit einem Art Fischernetz vergleichen. Stellt euch ein grob gewebtes Fischernetz vor und in einen Teil des Fischernetzes packt ihr eine schwere Kugel. Dann bewegt sich dieses Netz nach unten und spannt in eine bestimmte Richtung. Und wenn ihr jetzt mehrere Kugeln in verschiedenen Punkten dieses Fischernetz packt, dann ist der Weg, den eine Kugel, eine leichtere Kugel, die man zwischen dieses Netz hereinrollen lässt, ein völlig anderer. Versteht ihr, was ich meine? Außer das Netz reißt. Das wäre fatal. Deshalb finde ich das mit den Dominosteinen einleuchtender. Aber prinzipiell ist es, glaube ich, die gleiche Idee, die dahinter steckt. Zukunft ist im Wandel und ist bedingt durch die Gegenwart. Ich denke, das wollte wohl ich, als auch du, damit ausdrücken, nicht wahr? Zeitmagie ist sehr kompliziert und komplex. Wir werden wohl herausfinden müssen, was es damit auf sich hat. Falls uns diese Mylana etwas damit sagen wollte, wäre es dann nicht unsere Aufgabe, die drei Parteien zu einen, die sich gegen den Drachen stellen? Das könnte tatsächlich der Auftrag sein, den die Dame uns damit eingegeben hat. Das wahr werden kann, was abgebildet ist. Das meinte ich ja mit dem fortwährenden Lauf. Wenn wir den Dominostein entfernen würden, der die Vereinigung dieser drei Parteien bedingt, dann würde es nie dazu kommen, dass das, was auf dem Bild abgebildet ist, Wahrheit wird. Ein kritisches, kausales Ereignis würde fehlen. Und niemand wäre da, um sich dem Drachen entgegenzustellen. Oder sie würden alle einzeln untergehen. Aber wenn wir jetzt wissen, dass dieses Bild sagt, wie Dinge sein werden und jetzt deswegen Dinge herrichten, wie wir denken, dass sie sein sollen, werden sie dann nicht so sein, wie wir denken, dass sie sein werden, weil wir jetzt wissen, wie sie sein sollen und es entsprechend ändern? Weil sie ganz anders hätten eintreten können, als wenn wir nicht gewusst hätten, wie sie sein sollen? Asafo nickt. Hatte ich wohl verstanden. Ja, schon. Ich bevorzuge allerdings eine andere Interpretation. Betrachten wir doch einmal, was uns Mylana bisher gebracht hat. Sie hat uns ein Werkzeug
dargebracht. Und ich denke, dass dieses Gemälde genauso ein Werkzeug ist. Sie sagt uns nicht, was wir zu tun haben, aber sie gibt uns ein Hilfsmittel, richtig. Sie sagt nicht, wie es geschieht oder wie wir es anstellen können, aber dass dies eine mögliche Lösung ist, vielleicht zu einer besseren Zukunft. Was schlagt ihr also alle vor, dass wir tun? Nehmen wir es mit? Das wäre schon ein Diebstahl. Wir können es nicht mitnehmen, wir... Wir haben doch alle Informationen. Und wir kennen die drei Parteien. Wir nicht für die Sicherheit des Gemäldes garantieren. Wir haben den Stier, den wir zuordnen können aufgrund des Aufschlusses. Dann haben wir den Raben und wir haben den Fuchs. Hm. Wir kennen die drei Parteien, jetzt müssen wir nur noch uns daran machen, sie zu vereinen. Das kann ja spaßig werden. Dann knöpfen wir uns den Raben wohl zuerst vor. Vermutlich ist er sogar der einfachste von allen. Das heißt, wir ziehen jetzt von hier aus über den Knüppelpfad an Dettenhofen vorbei in Richtung Bohlenburg und fragen dort nach dem Verbleib. Entweder kommt er uns entgegen oder er marschiert zur Treumauer. Nun, wenn er sich wirklich gen Osten gewandt hat, wird er wohl spätestens in Galles eine Spur hinterlassen. Wir sollten auch schauen, was in Dettenhofen da los ist. Dass sie ihr Speer hinsenden. Wir sollten mit dem, nennen wir es, örtlichen Machthaber sprechen. Ich bin mir sicher, auf die eine oder andere Weise können wir ihn überzeugen, heim ins Reich zu kommen. Bestimmt. Nun, spätestens wenn er einen untoten schwarzen Drachen über sich kreisen sieht, sollte er es tun. Hoffen wir einfach, dass es so weit nicht kommt. Brechen wir auf. Nun, ich hoffe, dass ich unterwegs auf einige Männer der Natur treffen werde. So nennt man das bei euch also. Nein, ich meinte die Druiden, die hier leben. Sag ich ja, so nennt man die bei euch also. Genau. Nun gut, kommt. Ich denke, unsere Kleidung ist mittlerweile hinreichend getrocknet und hat keinen Sinn, noch mehr Tageslicht zu verlieren. So könnt ihr über den Knüppelpfad die nächsten Meilen in Richtung Nord-Nordost antreten und nach 15 Meilen und dem Ende des Tages könnt ihr dann Unterschlupf finden in Zolldorf Holzbrücken. Ein kleines, wohlverlassenes Dörfchen. Viele Köhler, die hier dann noch wohnen und weniges Holz schlagen. Es riecht und stinkt so ein bisschen nach Ruß und nach Asche. Ihr könnt dann auch den dunkel bedrohlichen See auf der linken Seite von euch sehen und auch die erste große Insel, die sich dort in wenigen Meilen dann anschließt und von der die Bevölkerung weiß, dass es dort Galottas Turm gibt und die verfluchte Insel. Ihr könnt dann an den kleinen Zollhäuschen vorbeigehen, dann den Brückenzoll bezahlen, der dann pro Bein berechnet wird. Und hier Unterschlupf finden. Nun, jedenfalls ist es gemütlicher als drüben in der Warunkei, nicht wahr? In der Tat. Ja, ich glaube, das ist aber nicht so schwer. Trotzdem hatte ich mir diesen See heimeliger vorgestellt, als ich vorschlug, ihn zu überqueren. Das nur, was ihn so finster und abweisend erscheinen lässt. Ich glaube, die Sage besagt, dass der Herr Ingrim hier diesen Riesen festkettete, um ihn zu bestrafen. Oh. Naja, wenn Angrosch das getan hat, wird es schon seinen Grund haben. Ich kann mich allerdings nicht mehr sehr gut daran erinnern. Vielleicht war es auch etwas anders. Ich kenne mich besser mit tobrischen Sagen aus. Nun lasst uns etwas Suppe bestellen und vielleicht ein Bier oder ein Wein. Ja, so könnt ihr im Gasthaus dann, wie gesagt, unterziehen, Betten bestellen für euch. Wirklich viel Besuch haben sie nicht. Flüchtlinge gibt es hier nicht, wohin die wenigen Leute dann gezogen sind. Ja, wahrscheinlich sind viele dann wohl in Richtung Süden gegangen, nach Berikum oder so. Ungefähr 70% der Dorfbevölkerung ist noch hier, sodass es dann ja, also 50 Leute gibt, die dann hier euch ansehen, begutachten, euch zunicken. Wirklich mürrisch sind sie hier nicht, aber vielleicht ein bisschen verschlossen, wissen nicht ganz, wie sie mit euch umgehen sollen. Aber es gibt gutes Reh,
was ihr dann bekommen könnt, kleine Stückchen in der Suppe. Und dann könnt ihr die Nacht hier verbringen.